Das ist so krank. Alte Pumpenstuhlgarsch. Alter, das ist krank. Und jetzt? Ja, ja, ist ja nicht so, dass ich sowieso schon komplett verrückt geworden bin. Alter, das habe ich gerade nicht kommen sehen. Das hat mich gerade voll gerissen. Juhu, ab in die Leichenhalle. Da ist es schön ohne Licht. Aber körperlich geht's mir gut. Ich bin nur komplett kaputt, was Geist und Gesundheit betrifft. Na? Ja, Daniel, alles ist gut. Denn hin ist alles verschwommen. Ah, hier wahrscheinlich. Du meinst, das reicht wirklich aus? Okay. Henry Badlaw kam zum Unterricht, die Wut seiner Männer in sich tragend. Ja? Ich war schon. Ja, ich habe etwas bessere geistige Gesundheit. Wie sieht's aus? Ich bin nur noch fast verrückt. Oh, würde ich das gern ausschneiden irgendwie. Was? Wo ich dir das gesagt habe mit dem initiierten Blut und dann den Erschrecker dazu. Das wäre geil. Okay. Kann ich dafür? Sind es die Bediensteten von dem? Kann das sein? Oder das, was davon üblich ist? Immer erst in die andere Richtung gehen. Dann gehe ich mal schön in die andere Richtung. Ich würde gerne noch ein, zwei Scheiße doppeln. War das vorhin nicht zu?
Oh Mist, okay. Muss ich da vielleicht nach oben? Endlich. Ich habe wieder Öl. Ja. Und ich werde dieses Öl nicht einsetzen, so wie beim letzten Mal. Fehlt noch eine Information, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da dämmert dem Daniel langsam, dass der nichts Gutes mit dem vorhat. Der Alexander. Ist er gut. Jetzt sind wir wieder in der Situation, jetzt habe ich Öl und dafür, oh, die geistige Gesundheit ist verbessert. Warum? Ist es hier hell genug oder was? Juhu, Zunderholz. Gut, Sackgasse. Es gibt nur ein Problem. Oh. Alles klar, ich bin ja schon weg. Was will ich mit dem Rohr? Ich könnte es vielleicht als Hebel benutzen. Und da weiß ich noch gar nicht, in welche Richtung. Ihr könnt euch nur auf gut Glück mal ein bisschen probieren. Thank you.
ob das wohl ein Bug war oder sollte das noch nasse Schuhe darstellen. Gut, ein kurzes Eisenrohr, aber ich kann wie gesagt nur raten, das ist schlecht. Ja, eine Abwasserdusche. Oh, sexy. Auch wieder ein feuchtes Nichts. Zwei Hebel steuern die laute Maschine. Ich glaube, ich muss sie zum Anhalten bewegen. Die Frage ist, steuert es das jetzt auch da hinten oder nicht? Ja, tut sie. Ganz schnell ist wohl ein bisschen... Kacke, dann probiere ich mal ganz langsam. Vielleicht kann ich ja dann da durchklettern.